das ganze Leben lang also 160 Stunden im Monat zu arbeiten, um sich Dinge finanzieren zu können, die einen nicht glücklich machen, ist irgendwie nicht so erfüllend. Ich bin Matteo, das ist mein LKW. Das ist ein 1622 Mercedes-Fahrgestell, Allrad logischerweise, mit drei Sperren, hinten, Mittel- und Frontsperre, Geländeuntersetzung. Wir haben ein Sechsganggetriebe hier in dem Fahrzeug, was auch relativ selten ist. Und das Thema 1622, also dieses Modell 1622 bedeutet, wir haben 16 Tonnen Fahrgestell und 220 PS. Ich habe hier im Fahrzeug insgesamt drei Dieseltanks verbaut. Da habe ich die beiden hier auf der Beifahrerseite, die sind für den Motor. Auf der anderen Seite habe ich nochmal einen Tank für die Heizungen. Die Heizungen laufen bei mir auch auf Diesel. Und theoretisch könnte ich, aber ich kann es auch praktisch, den Diesel aus dem einen Tank drüben hier rüber umpumpen, sodass ich insgesamt ca. 700 Liter Diesel hätte. Und ja gut, bei 25 Liter Durchschnittsverbrauch kann man sich ausrechnen, da kommt man trotzdem relativ weit damit. Ich habe hier noch einen Außentank, einen Wassertank. Der ist ganz gut, dass man sich mal hier die Hände waschen kann, die Füße waschen kann. Ist wirklich ganz schön. Hierüber könnte ich meine Wassertanks befüllen. Ich habe ca. 200 Liter Wasser an Bord, was jetzt relativ viel klingt, aber wenn man dann auch hier mal duscht, dann geht das Wasser doch relativ schnell zur Neige. Hier habe ich jetzt ein bisschen was an Krempel drin für das Wassersystem, eben Schläuche zum Befüllen, Ersatzteile. Man kann dann eben auch hier den Tank sehen und da hinten werden dann auch die Wasserfilter. Es ist im Prinzip so, dass ich hier ganz normales Frischwasser einfüllen kann mit dem Schlauch. Hinten hätte ich nochmal die Möglichkeit, eine Tauchpumpe anzuschließen, die ich dann irgendwo in Fluss oder so hängen kann, um dann Wasser reinzupumpen. Und ich habe die Möglichkeit, einen Vorfilter zu nutzen, dass die gröbsten Sedimente rausgehen. Ich habe dann hinter dem Frischwassertank allerdings dann mein Filtersystem mit einem Keramikfilter, der Sedimente, Bakterien rausfiltert. Man könnte das Ganze noch um Aktivkohlefilter erweitern. Und diese Aktivkohle, die nimmt dann nochmal den Geschmack oder Chemikalien mit aus dem Wasser. Es war mal eine Reise geplant nach Kanada für 4 Wochen. Und wir wollten uns einen Camper mieten. Und das ist so der Klassiker nach Kanada mit dem Camper durch Nationalparks. Also es war ein Traum. Und wir waren halt nicht gut vorbereitet. Und dann haben wir statt ein Jahr im Voraus den Camper zu buchen, was halt so Usus ist wohl, haben wir eine Woche vor Abflug gesagt, jetzt sollten wir doch langsam mal den Camper buchen. Und haben dann festgestellt, für 18 Tage kostet es dann irgendwie über 4.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. 1-2 Tage, bevor wir dann rübergeflogen sind, war dann der Gedanke, hey, du hast jahrelang dich mit Kfz beschäftigt. Warum fliegen wir nicht darüber, kaufen einfach ein Auto und fahren dann damit rum? Und so kam es dann, dass wir dann im Prinzip zu irgendeinem Händler gegangen sind, haben ein Auto gekauft, bei Walmart eine Luftmatratze, haben die da hinten reingeschmissen und fertig war der Camper. So, und damit sind wir dann fast einen Monat dann durch Kanada gefahren und haben einfach alles auf uns zukommen lassen. Und das war dann so irgendwo der Punkt, wo dann auch der Gedankengang kam, hey, es geht auch länger in so einem Fahrzeug. Und wenn man sich das ordentlich ausbaut, kann man da auch tatsächlich drin leben. Wir sind jetzt hier im Schlafzimmer. Ich habe hier ein quer eingebautes Bett, 1,40 m x 2 m. Hier hinten
das war noch von den Vorbesitzern, das fand ich eine ganz schöne Idee, das wollte ich behalten, weil ich hier halt einfach super viel Platz habe für Krempel, den man da halt einfach mal wie ein paar Taschentücher oder eine Wasserflasche und als Aufbewahrungsmöglichkeit. Und hier drüben ums Eck habe ich meinen Kleiderschrank. Der ist dadurch, dass ich jetzt hier allein wohne, relativ gut gefüllt. Und wäre theoretisch auch noch natürlich Platz für mehr. Hier über dem Bett habe ich was ganz Besonderes. Zum einen habe ich hier ein Gepäcknetz, wo ich so ein bisschen getragene Wäsche, so der Stuhl, den man im Schlafzimmer hat, wo man immer was drüber schmeißt, das ist praktisch hier mein Netz. Und das Besondere ist dann eben hier oben drüber das Hubdach. Und dadurch hat man dann hier etwas mehr Raum, etwas mehr Durchlüftung. Und es ist auch ganz schön im Sommer, wenn man hier die Sterne anschauen kann. Und theoretisch könnte man das jetzt hier auch außenrum lösen, könnte diesen Rahmen auch mit hochheben. Und dann hätte man auch dieses Zelt bzw. das Netz mit den Mückennetzen nicht. Hier ist ein Schreibtisch gebaut worden, den man mit diesem ausklappbaren Stuhl nutzen kann. Den kann man natürlich dann auch hier in der Sitzecke nochmal als Sitzplatz hernehmen. Und hier unten drunter, man kann das hier hochheben. Ich hebe das jetzt nur leicht an, da fliegt ganz viel Krempel drin rum natürlich. Und da ist jetzt so ein kleiner zusammenklappbarer Drucker auch drin. Nochmal ein Stromanschluss. Und ja, hier kann man schön sitzen. Wobei man tendenziell ja dann doch eher im Bett liegt oder in der Sitzecke. Dann war der Plan tatsächlich mit der damaligen Partnerin auch eine größere Reise zu machen. Also eigentlich die Weltreise sozusagen. Und daraufhin haben wir uns dann vorbereitet, haben die Wohnung gekündigt, haben den Job gekündigt, sind dann unseren Hausstand aufgelöst, haben alles verkauft oder verschenkt, gespendet am Ende. Und sind dann in den LKW gezogen. Das war 2020, wo uns natürlich die ganze Pandemie-Geschichte und Reisebeschränkungen, oder nicht Beschränkungen, aber Einschränkungen, da natürlich ein bisschen, ich sag mal, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und daraufhin haben wir dann zwar im Fahrzeug gelebt, aber eben nicht mehr, also nicht auf der Reise. Und in dieser Zeit war es dann so, dass die damalige Partnerin einfach für sich gemerkt hat, dass es gar nicht mehr so ihr Fall ist. Und deshalb ist dieser Plan dann im Endeffekt war dann nicht mehr existent. Im Zuge dessen haben wir uns dann auch irgendwann getrennt, weshalb ich jetzt allein im Endeffekt im Fahrzeug lebe. Und jetzt ergibt sich das so, dass ich mir jetzt natürlich jetzt an einem Punkt bin, wo ich uns überlege, wie soll es jetzt weitergehen. Ich habe hier zusätzlich zu der normalen Warmluftheizung nochmal ein Warmwasser- oder ein Wasserheizungssystem. Das wird sogar über zwei verschiedene Heizungen betrieben, also im Falle, dass die Heizung ausfallen sollte, hätte man nochmal eine Versicherung. Und da habe ich hier im Prinzip zwei Heizkörper. In der Nasszelle habe ich nochmal einen Heizkörper. Und theoretisch könnte man hier über verschiedene Ventile auch einen Heizkreislauf bis unters Bett verteilen und in den Kleiderschrank, damit man da vielleicht auch in Sibirien bei minus 40 Grad auch noch gut leben kann. Der Vorteil gegenüber der warmen Luftheizung ist, dass die warme Luftheizung, die macht halt relativ schnell die Luft warm und heizt den Raum auf. Die Wasserheizung gibt halt länger oder beziehungsweise, ich sag mal, nachhaltiger eine schönere Wärme. Plus man hat natürlich nicht diese ganze Zeit dieses Heizgebläse, was man da hören muss. Den Tisch, den können wir hier ganz schön verschieben. Den könnte man aber auch rausnehmen. Könnte man nach unten setzen, dann hätte man hier im Prinzip auch nochmal ein kleines Notbett.
die Länge wäre jetzt nicht ganz ausreichend für einen erwachsenen Mann, aber das könnte unter Umständen für Kinder oder kleine Menschen gehen. Also im Prinzip ist es so, dass du als junger Mensch, wenn du praktisch ins Leben losgelassen wirst, in der Regel, oder bei mir war es zumindest so, gar nicht weißt, wo soll es hingehen. Und du orientierst dich an Dingen, die man in der Gesellschaft sieht, die dir Eltern sagen, Freunde, und orientierst dich daran, was dich unter Umständen glücklich macht. Also der Klassiker ist natürlich Autos, viele Frauen, Geld, das macht dich irgendwann glücklich. Und bei mir war es so, ich war noch nie so ein Konsumtyp. Also ich habe nie irgendwie viel Wert drauf gelegt, was für Klamotten ich kaufe oder die meisten Klamotten bekomme ich tatsächlich geschenkt. Also viele T-Shirts, die ich habe, die sind 15, 16 Jahre alt, so sehen sie auch aus, aber das war mir immer egal. Also die halten genauso warm wie ein anderes. Und also ich war nie der Konsumtyp, irgendwie ein teures Auto, also bis auf den hier. Also irgendwas für Unsinn in dem Sinn Geld ausgeben, weil ich auch relativ früh gemerkt habe, das macht einen kurze Zeit irgendwie zufrieden, vielleicht kurze Zeit glücklich, aber so auf Dauer ist das nichts. Und da habe ich für mich dann festgestellt, das ganze Leben lang 160 Stunden im Monat zu arbeiten, um sich Dinge finanzieren zu können, die eigentlich glücklich machen, ist irgendwie nicht so erfüllend. Und ich war schon an dem Punkt, dass ich einen guten Job oder gute Jobs hatte, wo ich auch gutes Geld verdient habe. Aber ich habe gemerkt, okay, das Konto wird immer voller, aber mir geht es dadurch nicht anders oder besser. Und da habe ich dann für mich gesagt, okay, das ist es nicht. Also arbeiten ist es einfach nicht, um einfach nur Geld zu verdienen, um es für irgendwas auszugeben. Und dann war eben der Punkt mit der Reise da. Was aber auch irgendwo vielleicht so ein bisschen von außen beeinflusst war, weil hey, Reisen ist toll und man muss die Welt gesehen haben. Also ich finde das Thema natürlich immer noch super interessant, sich mit anderen Menschen, Kulturen auszutauschen, vieles zu sehen auf jeden Fall. Aber heutzutage denke ich, ist Reisen hat auch viel was mit der Außenwirkung zu tun, mit dem Außen. Ne? Also das, was uns wie gesagt vorgegeben wird. Nicht das, was wir wirklich wollen, sondern wir müssen auf Instagram präsentieren, dass wir an diesem tollen Spot waren und es wird dann doch immer alles irgendwo geteilt und man möchte es. Es war vielleicht gar nicht so toll, aber es sieht dann toll aus. Und also das zum Thema Reisen ist was, wo ich nicht möchte. Hier gegenüber der Eingangstür haben wir die Nasszelle. Die ist relativ großzügig ausgestattet. Also wir haben hier ein kleines Waschbecken, eine Kassettentoilette, die ich allerdings ohne Chemie verwende. Vielleicht wird es mal umgebaut zu einer Trockentrenntoilette. Aber ja, aktuell funktioniert es so und ich kann damit leben. Hier auf der Gegenseite haben wir dann noch die Dusche. Die ist eigentlich relativ großzügig. Wie gesagt, der ganze Raum, das hätte man vielleicht auch ein bisschen kleiner konstruieren können, dass man praktisch hier direkt im Eingangsbereich steht und duscht. Aber das ist jetzt so. Und der LKW ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Also das war auch bei der Anschaffung damals ein Punkt, tatsächlich im Hinterkopf. Du hast ein Fahrzeug, in dem du eine gute Strom-Wasser-Versorgung hast. Für den Fall, dass du merkst, Reisen ist vielleicht doch am Ende nicht dein Fall. Man sucht sich doch irgendwo einen Job und möchte sich neu orientieren. Und dann hat man ein Fahrzeug, wo man wirklich alles dabei hat. Man kann sich duschen, man kann auch mal ein Hemd bügeln und man kann wieder einem Job nachgehen und hat zumindest im Prinzip so eine kleine Homebase. Und ich denke, dass der LKW mir jetzt auf jeden Fall dabei hilft, weil ich einfach sagen kann, bei der Suche nach, ob es eine Aufgabe, ein Job ist, der mich einfach erfüllt, der vielleicht, wo ich jetzt nicht das Geld verdiene, was ich sonst verdient habe, was ich aber auch nie gebraucht habe.
Also ich habe immer niedrige Lebenshaltungskosten gehabt und habe mich immer gefragt, warum ich denn 4 Wochen im Monat arbeiten gehe, wenn es doch auch mit einer Woche reichen würde. Ne? Und der LKW gibt mir jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, ich kann mich jetzt einfach mal in Hamburg hinstellen und kann dort halt einfach Dinge ausprobieren, Aufgaben annehmen, um einfach rauszufinden, was erfüllt mich am Ende. Und diese Flexibilität, vielleicht auch, ob es dann Menschen sind, ob es dann auch einfach ein Umfeld ist, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, oder meine Familie, Freunde sind in der Ecke. Ich kann da einfach mobil sein. Und das ist da definitiv ein Riesenvorteil. Ja. Das Fahrzeug ist circa, also ist jetzt schon mit Sicherheit über 20 Jahre lang so umgebaut. Dementsprechend ist der Herd und auch der Ofen, ich habe hier einen Gasofen eben mit verbaut, ist das alles schon älteren Semester. Aber es funktioniert und von daher wird es natürlich behalten. Auf der anderen Seite haben wir dann einen Kühlschrank. Der ist relativ klein, also für so ein Fahrzeug ist der relativ klein. Ich brauche da aber auch gar nicht so viel Platz. Ich versuche, so gut es geht, auf tierische Produkte zu verzichten und sag mal, dann muss man dann am Ende doch auch nicht so viel kühlen. Ne? Hier über dem Kühlschrank ist dann nochmal eine Schublade eben mit Besteck und allem möglichen Werkzeug, was wir dann eben so haben. Hier haben wir, es ist alles relativ schön so konstruiert, dass man dann an jeder Ecke irgendwo noch so ein bisschen Stauraum hat. Und das finde ich doch ganz schön, dass einfach der Platz auch ordentlich genutzt ist. Hier zum Beispiel ist halt hauptsächlich das Frühstück drin. Auf der gegenüberliegenden Seite hätten wir dann auch eben noch mal Platz. Das sind dann so Dinge wie eben das Öl und hier dann auch Tees, Gewürze. Hier unten haben wir auch noch mal unterm Kühlschrank so ein bisschen was versteckt, wo dann auch mal so ein bisschen was an Vorräten ist. Hier auf der anderen Seite wäre auch noch mal so ein Fach, wo dann eben Dinge sind, wo jetzt die Luftzirkulation nicht so schlimm ist, wenn da jetzt einfach ein paar Packungen Nudeln sind. Und wenn man jetzt hier außen rum geht, um die Spüle, die ich hier habe, haben wir dann hier auch noch mal Fächer, wie zum Beispiel hier dann eben für Pfannen, Teller. Und hier ist auch wirklich jeder Zentimeter, so gut es geht, genutzt. Also selbst hier unter der Spüle, wo doch relativ wenig Platz ist, weil eben die Spüle da ist, oder auch noch die Wasserleitung, haben wir halt versucht, da einfach alles Gutes weitestgehend gut zu nutzen. Ja, dann immer noch mal Platz für Töpfe. Also es ist alles schon relativ verschachtelt, sage ich mal. Aber wenn man in Tetris früher gut war, dann kommt man da schon gut mit zurecht. Ich habe einige Jahre gute Jobs gehabt, wo ich auch gut verdient habe. Und zwar viel mehr, als ich eigentlich zum Leben gebraucht habe. Und da ich dann einfach kein Konsumtyp bin, der dann Geld für Klamotten ausgibt oder sag mal, Konsumgüter oder auch nicht großartig feiern geht oder solche Dinge macht, habe ich da relativ viel angespart, also einen großen Teil auf jeden Fall. Und das war dann eben mal geplant für die Reise. Die Reise findet nicht statt, also werde ich jetzt erstmal davon leben. Ich mache mich so ein bisschen von diesem Gedanken frei, dass das Guthaben, das ich jetzt auf dem Konto habe, dass das gleich bleiben muss oder dass das immer mehr werden muss. Ich denke, man verfällt irgendwann in Panik, wenn man merkt, das Geld nimmt irgendwann ab und geht dem Ende zu, weil man ja nicht weiß, was ist dann. Und von dem Gedanken mache ich mich frei und denke mir einfach, wenn es soweit ist, dass das Geld leer ist, dann muss ich mir halt unter Umständen einen Job suchen. Oder vielleicht habe ich bis dahin was gefunden, aber das wird die Zeit dann irgendwann zeigen. Und wir können nicht vorausplanen, was wird in 3, 4, 5 Jahren sein, weil ist man bis dahin überhaupt noch gesund oder hat man vielleicht irgendeinen Menschen kennengelernt, wo es in eine ganz andere Richtung nachher gehen sollte oder was ist die Aufgabe, die man wirklich haben möchte, was einen erfüllt. Und wie gesagt, so diese Angst davor, in ein paar Jahren dazustehen, dass das Geld komplett weg ist,
Habe ich nicht. Und wenn dem so sein sollte, ich habe einen Lkw-Führerschein, also im allerschlimmsten Fall werde ich immer irgendjemanden finden, der einen Lkw-Fahrer sucht und ich werde immer irgendwas arbeiten können. Hier unten im Zwischenrahmen habe ich einen Gastank verbaut. Das sieht man hier, der rote Tank. Und den kann ich hier über diesen Einfüllstutzen befüllen mit LPG-Gas von der Tankstelle. In dem Fahrzeug nutze ich das Gas zum Kochen und Backen. Und mit dem Tank reicht das Gas, wenn man es Vollzeit nutzt, ein halbes bis ein Dreivierteljahr. Vermutlich eher ein Dreivierteljahr. Hier hinten haben wir ja auch was Selteneres. Zum einen haben wir hier auf diesen Auslegern die Ersatzräder angebracht, die ich hier oben mit diesen Galgen, die klappe ich auch raus und dann wird ein Kettenzug angebracht und dann kann man die Räder dann ablassen. So ein Rad in der Kombination eben mit den Alufelgen wiegt so um die 150 Kilo. Das heißt, das hebt man nicht mal so schnell hoch, runter auch nicht und das macht man dann eben so. Hier drüben wäre der zweite Dieseltank für die Heizung. Hier drunter habe ich einen Benzintank für den Generator. Das schauen wir uns jetzt nicht an, weil die Sandbleche davor hängen. Hier unten sind jetzt die Heizung verbaut, ja, die Heizgeräte. Die Sandbleche, da haben wir eben zwei kleinere und zwei größere dabei, wenn man sich dann doch mal irgendwo festfahren sollte. Ich hatte das Glück, dass ich das bisher noch nicht verwenden musste. Hier im Cockpit haben wir im Prinzip, ja, hier ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Was wir hier drüben haben, ist das Thema Navigation. Wir haben zum einen ein Tablet für die klassische Google Maps oder Konsorten Navigation. Und hier haben wir ein Toughbook. Das kann im Prinzip auch dazu verwendet werden, wohl nochmal Karten einzulesen. Und da auch gerade für die Offroad-Navigation ist das halt sehr interessant. Ja. So ein LKW ist natürlich auch etwas unübersichtlich. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe hier im Prinzip eine Rückfahrkamera einbauen wollen. Und das habe ich jetzt gelöst, indem ich hier so eine 100 € Dashcam verwendet habe. Der filmt mir jetzt sowohl nach vorne als auch nach hinten, falls da mal ein Unfall oder irgendwas passieren sollte. Und auf dem Display hier bekomme ich im Prinzip das Bild von hinten dann einfach angezeigt. Hier in der Mitte hätte man auch nochmal die Möglichkeit, einen dritten Sitz einzubauen. Je nachdem, wie man reist, die Vorbesitzer hatten hier einen Kindersitz drauf. Fand ich auch eine schöne Lösung. Dann könnten wir auch hier hingehen und die Sitze nach vorne schieben, beziehungsweise nach vorne klappen. Und da habe ich hier eine Faltmatratze dementsprechend ausgeschnitten, dass die hier als Notbett auch nochmal hinter die Sitze passt. Und dann als zusätzliches Gimmick, was wirklich super viel wert ist, ist dann eben der Durchstieg nach hinten. Ich denke, die Thematik Sicherheitsaspekt, worüber viele reden, dass man im Notfall nach vorne springen kann und flüchten kann, würde ich sagen, ist in der Praxis jetzt, wird jetzt heißer gekocht, als es gegessen wird. Bei einem LKW ist es grundsätzlich so, du musst den starten und dann muss erstmal Luft über einen Kompressor eingepumpt werden, damit wir die Bremse lösen können. Das heißt, in dem Moment, wo ich nach vorne springe und das Fahrzeug starten will und stehe dann noch eine Minute rum, hat mich natürlich hier jeder schon rausgeholt. Von daher ist der Durchstieg dann doch eher, ich sag mal, irgendwo ein Stück weit Komfort. Wenn ich zum Beispiel mal einen Parkplatz rausfahre, ich möchte nach hinten auf Toilette, ich möchte mir einen Kaffee machen oder was zu trinken holen, dann kann man einfach mal schnell durchsteigen, ohne dass man die Leiter draußen ansetzen muss. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich Gedanken macht, was man selbst wirklich will und in sich hineinhört und sich nicht vom Außen zu stark zumindest beeinflussen lässt. Und das wird einen auf Dauer das viel glücklicher machen. Das ist mit Sicherheit auch anstrengend, weil das etwas ist, was wir nicht gelernt haben. Das muss man auch lernen und das will natürlich keiner. Das ist natürlich schwieriger, als einfach den
ist, den alten Prozess einfach weiterzuführen. Aber ich denke, es wird auf Dauer viel glücklicher machen. Und das ist das, was ich eigentlich nur raten kann, mitgeben kann.